Am Bahnhof in Neuenmarkt dreht sich am Mittwoch alles um die alte Dampflok 01-1104 aus den 1940er Jahren. Sie wird vom Verein Faszination Dampf nach Nürnberg gefahren, denn von dort soll morgen eine 400 Kilometer lange Sonderfahrt nach Koblenz stattfinden. Der Lokführer Sandor Nicklich ist einer der wenigen, der so eine Lok überhaupt noch fahren kann. Für ihn ein Kindheitstraum. Im Grunde ist es die Story, wie die Kinder, die Familien, die hier heute im Museum sind, dass wir auch als Kinder irgendwo hier motiviert wurden. Als Kinder mit der Eisenbahn gespielt im Garten oder im Keller. Heute spielen wir quasi mit der Großen. Wir haben es vom Papa, wenn man so will, geerbt. Der war zwar Lehrer, der war kein Eisenbahner, aber er hat es halt fotografiert als Kind auch in den 50er Jahren. War ja sonst nichts, da gab es den Fußballplatz oder den Bahnhof, ne? Und er saß halt am Bahnhof. Für eine Fahrt muss man jedoch hart arbeiten. Hier ist es nicht wie bei einem elektrischen Zug mit ein paar Knopfdrücken getan. Doch genau darum geht es dem Lokführer und dem Verein, um den Sound und die harte Arbeit, damit die Lok fährt. Eigentlich, ne, wir wollen das, was Sie im Hintergrund hören, wir wollen die Maschine beherrschen, erleben, hören, riechen. Und speziell die 01, die 01 1104, die wir haben, die hat auch einen ganz speziellen Charakter, einen speziellen Sound. Das ist im Grunde der V8, der Ford Mustang, der dann halt auch, wenn man ihn mal beschleunigt, entsprechend Emotionen rüberbringt. Sandor Nicklich und seine Kollegen arbeiten routiniert zusammen, damit die Lok ihr Ziel in Nürnberg erreicht. So eine alte Dampflok zu führen, ist gar nicht so einfach. Es braucht mindestens zwei Personen, einen Lokführer und jemanden, der sich um den Kessel und die Wasserzufuhr kümmert. Das ist wichtig, sonst gäbe es nämlich keinen Dampf. Zwar ist so eine Fahrt schweißtreibend und anstrengend, dennoch würde Sandor Nicklich die Dampflok jederzeit einem ICE vorziehen. Die Feuerung, die lärmt dann doch ein bisschen, aber während der Fahrt ist schon so, dass man den Auspuffschlag eigentlich als Musik wahrnimmt. Also man hat dann auch in den Zügen, wenn dann die 300, 400, 500 Fahrgäste mitfahren, meistens in den ersten zwei, drei Wagen wirklich alle Fahrgäste am Fenster und die lauschen und schauen zur Lok. Ne? Also es ist schon dann so anteilig die Droge, die der Motorradfahrer sich vielleicht beim Beschleunigen oder der Ford Mustang-Fahrer auch holt. Die brauchen wir hier. Auch als der Zug in Nürnberg angekommen ist, ist die Arbeit noch nicht getan. Die Wassertanks müssen vor der nächsten Fahrt wieder aufgefüllt werden. Denn immer wieder wird die Dampflok für Nostalgie und Sonderfahrten eingesetzt. So auch morgen am Samstag. Es gibt noch freie Plätze. Tickets kosten zwischen 129 und 149 Euro.